Diesem Song liegt eine Aufgabe der Mathe-Olympiade-Bundesrunde 2021 für Klasse 11 und 12 zugrunde. XY und Z sollen nicht negativ werden und wir bauen daraus folgenden Term. Summiere 1 plus das Produkt aus zwei Variablen geteilt durch 1 plus das Quadrat der dritten Variable. Dieser Term nimmt verschiedene Werte an. Die Frage ist, wie klein er dabei werden kann. Ich gebe zu, das ist sehr frei formuliert, während die Aufgabenstellung das genauer präzisiert. Man bestimme die größte reelle Zahl A mit der Eigenschaft, diese Ungleichung ist immer wahr. Da beispielsweise kein Bestandteil negativ ist, ist direkt klar, dass der ganze Term nicht negativ ist. Mit größer gleich 0 haben wir eine wahre Aussage, doch nach dem größtmöglichen A war ja die Frage, denn natürlich bleibt das damit auch größer als minus 2. Aber was ist denn mit 1, Wurzel 2 oder 3? Wie weit kann man gehen, bis es gerade noch funktioniert und man die Abschätzung nach unten dieses Terms hier optimiert? Das ist die Frage, die nun hier dahinter steckt, und dann schaut man einfach mal, was man da alles so entdeckt, wenn man diesen Term betrachtet und ein bisschen was probiert und dabei die Geduld nicht verliert. Summiere 1 plus das Produkt aus zwei Variablen geteilt durch 1 plus das Quadrat der dritten Variable. Dieser Term nimmt verschiedene Werte an. Die Frage ist, wie klein er dabei werden kann. Wie groß das hier ist oder eben auch wie klein, sieht man wahrscheinlich am besten, setzt man konkrete Werte ein. Sind alle Variablen immer 0, sind wir dabei immer nur 1 zu addieren, also kommen wir auf 3. Das heißt, unser A kann nicht größer als 3 sein, denn sonst wäre unser Term bereits in diesem Fall zu klein. Bisher können wir also insgesamt verbuchen. Das A ist zwischen 0 und 3 zu suchen. Das waren meine ersten Schritte und dann sah ich recht fix, ein Tausch der Variablen ändert am Ergebnis nichts. Also ohne Einschränkung der Allgemeinheit können wir XY und Z der Größe nach sortieren und somit hier verwenden. Y und Z sind größer gleich X. Also ist der Term mindestens 1. Das ging fix. Wir wissen also garantiert zweifelsfrei, das A liegt sogar zwischen 1 und 3. Summiere 1 plus das Produkt aus zwei Variablen geteilt durch 1 plus das Quadrat der dritten Variable. Dieser Term nimmt verschiedene Werte an. Die Frage ist, wie klein er dabei werden kann. Wir hatten hier ja schon mal drei Nullen eingesetzt. Doch was passiert hier eigentlich, wenn man jetzt das x beliebig lässt? Denn da sehe ich gerade, man kommt auf 2 plus 1 geteilt durch 1 plus x Quadrat. Interessant, denn der letzte Term kann für beliebig große x ja beliebig klein werden. So kommt man beliebig nah an 2 heran, sodass das a, was wir suchen, höchstens 2 sein kann. Denn wäre a echt größer als 2, hätte man hier ja die Ungleichung immer. Und insbesondere, wenn wir z und y 0 setzen und die 2 subtrahieren, dann können wir daraus schon bald hier einen Widerspruch kreieren. Denn dieser Term hier links ist echt kleiner als 1 durch x². Doch das ist a minus 2, falls x geschickt gewählt wird. Und so machen wir das jetzt. Dieser Teil ist fertig. Fetzt. Summiere 1 plus das Produkt aus zwei Variablen geteilt durch 1 plus das Quadrat der dritten Variable. Dieser Term nimmt verschiedene Werte an. Die Frage ist, wie klein er dabei werden kann. Erinnert ihr euch noch, wie wir größer gleich 1 gezeigt haben? Ohne Einschränkung der Allgemeinheit konnte man sagen, die Variablen wären allesamt der Größe nachsortiert und wir hatten uns auf x als die kleinste konzentriert. Doch schauen wir auf z als die größte der drei Variablen, dann können wir in den ersten beiden Brüchen hier ja sagen, z größer gleich y und z größer gleich x. Und wenn ich das jetzt hier verwende, sehe ich fix, der zweite Bruch ist Kehrwert des ersten. Okay, die Form ist also t plus 1 durch t. Mensch, das ist gut, denn wird t selbst klein, muss der Kehrwert von t umso größer sein. Und die beiden in Summe werden dann am kleinsten, wenn sie wie eine Waage im Gleichgewicht beide 1 sind. Somit gilt größer gleich 2 und es ist vorbei. Das gesuchte a ist gleich 2. Summiere 1 plus das Produkt aus zwei Variablen
geteilt durch 1 plus das Quadrat der dritten Variable. Dieser Term nimmt verschiedene Werte an. Die Frage ist, wie klein er dabei werden kann. Ich weiß, ich hab gesagt, es wäre vorbei, doch es gibt eine zweite Teilaufgabe, wo man auch noch die Variablen finden soll, wo hier Gleichheit steht. Doch da der dritte Summand positiv ist, geht es niemals, die Gleichheit tatsächlich anzunehmen. Und daher kann ich diese Teilaufgabe ganz bequem beantworten. Egal wie groß oder klein, für keinerlei Zahlen stellt sich hier Gleichheit ein.